Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Unser König Girard ist inzwischen alleine unterwegs auf Pilgerschaft in Richtung Rom. Er hat sich abgesetzt von seinen Begleitern und die sind vermutlich sogar ganz froh, denn mit diesem König möchte man nicht so unbedingt gemeinsam reisen. Man weiß nie, was passiert. Wobei, in dieser Hinsicht, glaube ich, gibt es allgemein ein bisschen Erleichterung am Hofe bei all den Wissenden, denn in den letzten Monaten hat er sich doch relativ normal verhalten und ja, langsam keimt so die Hoffnung bei allen Beteiligten, dass diese Regentschaft nun doch nicht so schlimm werden könnte, wie sie angefangen hat. Aber eine Sache besorgt die Untertanen, nämlich das ist die Sache mit der Erbschaft, mit dem fehlenden Erben, der auch auf absehbare Zeit noch fehlen wird, weil unsere verlobte Prinzessin Agnes erst 12 Jahre alt ist. Wir schauen uns überhaupt mal wieder unsere Dynastie, den Stammbaum an, indem wir mal hier reinschauen in diese wunderbare Übersicht von Clemens. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist der Stand am Beginn der Staffel. Und wenn wir hier reingehen, wir sind hier natürlich ganz unten in der letzten Linie. Wir sehen König Girard, wir sehen den verstorbenen Gusbert, der spielt keine große Rolle mehr. Estefania inzwischen auch nicht. Aber was vor allem wichtig ist, da haben wir Juliana, die aktuelle Erbin. Was vor allem wichtig ist, dass wir hier Herzog Ück haben mit vielen, vielen, vielen Söhnen. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon bewundert. So, und ich habe selber nochmal meine das letzte Mal geäußerte Auffassung ein bisschen in Frage gestellt. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht noch, ich hatte gesagt, dass ich, ja, um kein Game Over hier hervorzurufen, ausnahmsweise Juliana matrilinear verheiraten oder verloben möchte. Warum eigentlich? Das ist ja wirklich jetzt nur spielmechanisch gedacht. Eigentlich schade jetzt hier davon abzurücken, denn das wäre eine krasse Ausnahme im Mittelalter gewesen. Und gerade solche Situationen, wo es nur weibliche Nachfolger gibt, führte immer wieder zu Veränderungen der politischen Landkarte im Mittelalter. Und es ist eigentlich schade, wenn ich das jetzt so einfach ausschalten würde, diese gefährliche Option. Man könnte ja auch einfach, wenn das passieren sollte, die Übernahme des Reiches durch eine andere Dynastie, könnte man ja mit den vorhandenen Dynastiemitgliedern weiterspielen, zum Beispiel mit Herzog Ück. Aber, oder Prinz Ück. Aber ich habe noch eine andere Lösung gefunden, die weitaus eleganter ist und ich glaube durchaus authentisch. Denn es ist eine Sache möglich, wie man elegant dieses ganze Problem lösen könnte. Und ich glaube, so würde das auch im Mittelalter gelöst werden, wenn man darauf Wert legt, dass die Dynastie hier an der Macht bleibt. Und zwar, indem wir Prinzessin Juliana verloben mit wem? Mit Thibaut, nämlich mit dem Sohn unseres Onkels. Wenn wir eine Cousin-Cousin-Hochzeit organisieren. Der ist der Haupterbe dieses Teils, also der Provence, der andere Zweig halt, Thibaut. Und wenn wir hier das arrangieren, dann würden wir innerhalb der Dynastie heiraten. Und der Sohn wäre zwar formal dann Thibauts Nachfolger in der Linie, aber es bleibt natürlich als Teil der Dynastie zusammen und wir können ganz normal diesen Nachfolger hier weiter spielen und miterleben, ohne dass wir eine matrilineare Heirat veranlassen müssten. Ich denke, das ist tatsächlich etwas, was es auch häufig gegeben hat, so Cousin und Cousin heiraten. Und ich denke, das ist die beste Lösung für dieses dynastische Problem. Insofern werde ich jetzt diesen Vorschlag abschicken und es sieht so aus, als ob Ück auch zustimmen wird. Das scheint für ihn eine gute Lösung zu sein. Ich denke auch, das ist eine absolute Win-Win-Situation, weil natürlich dann auch seine Dynastie quasi der Sohn seines Sohnes König werden wird. Das ist schon eine schöne Perspektive. Aber wer weiß, vielleicht bekommt Girard ja selbst noch Kinder. Das ist ja auch noch alles möglich. Gut, das wäre die erste Sache. Die zweite Sache, zur Erinnerung, wir sind auf dem Weg, logisch nach Rom, hatte ich ja schon erwähnt, und wir sind in einen Krieg eingestiegen mit unserem Bündnispartner. Ihm helfen wir gegen die Wikinger weit im Norden. Weil die Sache schwierig werden könnte, denke ich, werden wir mal unsere Söldner, die wir ja noch finanzieren, werden wir einfach mal verlängern. Die benötigen wir jetzt. Ist sowieso schon eine knappe Kiste, dieser Krieg. So, wir werden unsere Armee in den Norden schicken. Hier, das ist unsere Armee des Bündnispartners.
die tendenziell unterlegene Armee. Mal gucken, ob wir rechtzeitig da sein können. Aber ich sehe gerade, wir haben... Mal gucken. Scheint immer noch der kürzeste Weg so zu sein. Oder sollten wir jetzt mit dem Schiff fahren? Gut, hier gibt es Versorgungsprobleme. Da müssen wir dann vor Ort vielleicht die Armee teilen. Auf dem Weg wird es wahrscheinlich auch Versorgungsprobleme geben. Ja, die wird vermutlich unversorgt dann ankommen. Vielleicht sollten wir sie jetzt schon teilen, um dieses Problem zu lösen. Ist vielleicht die bessere Lösung, oder? Dann müssen wir bloß irgendwie andere Wege einschlagen. Dann funktioniert das. So, machen wir es mal so. Irgendwann kommen die an und wir kümmern uns dann um die Angelegenheit. Unterdessen, denke ich, kann auch im eigenen Reich noch ein bisschen ausgebaut werden. Fangen wir mal mit Tudela an. Da ist grünendes Land möglich. Valencia können wir die Jagdhütten noch ausbauen. Ja, das sollten wir tun. Teruel ist alles auf Maximum ausgebaut, wenn ich das richtig sehe. Ah, okay, hier fehlt Gold. Ai, oh, verdammt, das Gold ist knapp und ich habe es jetzt auch noch ausgegeben. Naja, wir sind verschwenderisch, das passt schon ganz gut. Unbewusst habe ich mich hier gleich wunderbar in den Herrscher hineinversetzt. Okay, dann lassen wir mal weiterlaufen. Prinz Ück, unser Onkel, hat der ganzen Aktion zugestimmt, damit ist auch ein Bündnis geschmiedet. Auch das ganz clever eingefädelt, weil einer der mächtigsten Vasallen, der uns eigentlich nicht leiden kann, ist auf diese Art und Weise ausgeschaltet. Hervorragend. So, wir gucken aber jetzt mal. Aha, andalusische, movaditische Populisten. Nun gut. So, alle Wege führen nach Rom. Pilger strömen aus der gesamten christlichen Welt nach Rom. Die einen folgen der Via Francigena, andere weniger bekannten Pfaden. Am Ende finden wir uns alle hier ein, am Petersdom, an der letzten Ruhestätte des großen Heiligen selbst. Als ich gemeinsam mit den anderen Pilgern hier stehe, spüre ich ein Gefühl von ernster Einigkeit und Gemeinschaft zwischen den Versammelten, die auf ihren Reisen allesamt die verschiedensten Prüfungen und Strapazen erleiden mussten. Gut, damit war diese Pilgerreise sehr unspektakulär. Er hat den Heiligen Pfad bestritten, bekommt ordentlich Frömmigkeit und wird zum entschlossenen Pilger 10 Jahre lang. Bringt das nicht auch noch Zustimmung bei den Geistlichen? Wir können mal ganz kurz gucken, ob sich dadurch hier was verändert hat. Oh, tatsächlich, ja. Die Meinung liegt bei +8. Damit sollten sich unsere Einnahmen auch verbessert haben. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Konsequenz daraus war. Pilger, +5. Ja, tatsächlich, das könnte geholfen haben. Flausch, Schreck der Nagetiere. Als Flausch einmal mehr mit einer toten Ratte zu mir kommt, kann ich die Katze nur loben. Meine Residenz war noch nie so frei von Nagetieren. Großartig. 5 Jahre rattenfrei gibt einen gewaltigen Gesundheitsbonus. Okay, das betrifft hier die Schotten. Der König von Alba ist gefangen genommen worden und wir sind zurückgekehrt von der Pilgerreise. Okay, ich hatte gesagt, dass in diesem Moment wir uns zu unserem Heer aufschließen werden. Man könnte natürlich argumentieren, dass die Tatsache, dass er einsiedlerisch ist, dazu führen könnte, dass er vielleicht nicht die Armee führt. Aber ich denke, das reicht noch nicht. Man könnte sich auch vorstellen, dass er sich immer separiert hält, ein eigenes, natürlich in seinem eigenen Zelt, das nicht verlässt und nur vor der Schlacht dann wirklich die Armee führt, ansonsten seinen Unterfeldherrn das Ganze überlässt. So stelle ich mir das jetzt vor, als einsiedlerischer Herrscher eine Armee zu führen. Wir machen ihn zum Befehlshaber. Wobei wir den Belagerer sicher auch noch benötigen werden. Wir gucken mal ganz kurz hier. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Ah ja, logisch, weil er inhaftiert worden ist. Auflösungskrieg. Warte mal. Alba, das Königreich Alba, ist damit aufgelöst. Ah, und damit ist das nicht mehr ein Königreich, sondern der Herzog Rory. Und das war auch sein Ansinnen. Er ist jetzt unabhängiger Herzog oder Kleinkönig, wie er sich nennt. An unserer Grenze. Interessant. Mal sehen, ob Aquitanien das nutzen wird, um das wieder zu erobern. Schauen wir mal. So, was macht jetzt hier unser Verbündeter? Ich hoffe, der wird nicht wahnsinnig dort alleine in diese große gegnerische Armee hineinlaufen. Das wäre wirklich
nichts anzuraten. Okay, Prinz Eneko greift Herzog Enrique. Was? Es gibt hier einen internen Krieg. Ipuskuanischer Konflikt. Worum geht's denn da bitte? Unser neuer Herzog hat Probleme, so wie es aussieht. Mit seiner vier gegen Ipuskuanischer Konflikt gegen das Herzogtum. Und was wird gefordert? Geht es da um eine Grafschaft? Vermutlich. Das ist... Warte mal, das will ich jetzt nochmal rausbekommen. Es geht, glaube ich, um diese Grafschaft, wenn ich es richtig sehe. Gegen das Herzogtum. Gut, können wir da eingreifen? Das ist nicht nach unserem Willen. Wir könnten den Vasallenkrieg beenden, so wie wir es schon einmal getan haben. Wir schicken mal die Forderung. Diesmal haben wir allerdings kein Geld. Ja, tatsächlich. Aber er beugt sich dem Wunsch. Na, großartig. Weißer Frieden. So gefällt mir das. Und das ist jetzt eine wichtige Sache, die wirklich viele Jahre gedauert hat und nun zum Ende gebracht worden ist. Cordoba ist christlich geworden. Großartig. Damit eine der wichtigsten Regionen, die Volksmeinung befriedet. Das sollte weiter die Situation hier entspannen, was so Volksaufstände betrifft. Die Frage, wollen wir eine weitere Gemeinde bekehren? Granada ist nicht unter unserer direkten Herrschaft. Ich würde sagen, wir lassen dann mal die religiösen Beziehungen einfach an und verbessern diese. So, er ist Gott sei Dank nicht so wahnwitzig. Naja, oder? Irgendwie dann doch. Nach Wolgas zieht er. Okay, hier in der Nachbarschaft gibt es einen internen Krieg bei den Idrisiden. Auch interessant. So, unsere Truppen brauchen ihre Zeit. Der wird doch von denen niedergemacht. Was ist denn das für eine wahnwitzige Aktion, die er davor hat? Ich kann das nicht empfehlen. Mal sehen. Da kann er noch nicht mal richtig belagern. Eieiei. So, ein Vasall wurde gefangen genommen. Ah, okay. Hana hat den gefangen genommen. Das ist insofern gut, weil das der einzige Typ war, der noch eine Fraktion unterstützt hat. Mal sehen, ob er da gleich wieder mitmachen wird. Aber Hana hat offenbar unsere Mutter auch diesen Konflikt erfolgreich bestanden. So, was ist jetzt das Klügste? Ich denke, das Klügste wäre, in die Nähe unserer Verbündeten zu ziehen. Und wenn sie da unbedingt diese Belagerung durchziehen wollen... wir müssen jetzt... ich weiß gar nicht. Würden wir die Plünderer jetzt angreifen? Nee, weil wir neutral sind. Ich glaube nicht. Das wollen wir nämlich nicht. Und dann schicken wir ihnen einen Teil unserer Armee und helfen ihnen bei der Belagerung. Das scheint mir das Beste zu sein. Ja. Und zwar diesen Teil hier. Ich würde sogar sagen, dass wir dann hier auch den Belagerer hinschicken. Wobei ich weiß gar nicht, ob er die Belagerung dann übernehmen würde. Auf jeden Fall sollte das dann schneller gehen. Gräfin Richenda, unsere Affäre, ja, sie ist noch unsere Affäre und ganz offensichtlich treffen wir uns auch noch, hat ein Bastardkind geboren. Wir beide wissen, dass ich der Vater bin. Zum Glück schweigt Richenda, was mich anbelangt, und niemand sonst kennt die Wahrheit, zumindest im Augenblick. Das ist interessant, es ist aber ein Mädchen. Insofern... für uns nicht ganz so interessant. Man hätte sich tatsächlich überlegen können, wenn es ein männlicher Bastard ist, ob man ihn zum Erben macht. Wir werden sehen. Ich muss bei dieser Sache vorsichtig sein. Ja, so ticken wir, so denken wir. Denn wir wollen dann natürlich nicht, dass die Ehe dort irgendwie in Gefahr gerät.
So, wir sind Hofpracht 6 und ein Vorzug ist verfügbar im Bereich Diplomatie, der natürlich zugegebenermaßen nicht so gut passt als Lebensschwerpunkt. Wobei erlaucht finde ich schon wieder ganz in Ordnung, aber das ist sowieso knifflig bei diesem Charakter, wo wir weitermachen. Aber dazu kommen wir später, wir können noch nicht wechseln. Was machen wir jetzt? Wohlmeinender Wille, das ist glaube ich was schon irgendwie passt. Prätorianer Garde, ja, für einen verschwenderischen Hof, auch denkbar eigentlich. Prestige durch Ritter, warum nicht? Gerade mit Blick darauf, dass er einsiedlerisch unterwegs ist, will er sich da gut abschirmen und da hilft sicher die Prätorianer Garde. Ich gucke mal ganz kurz, wann wir den Schwerpunkt ändern können. Am 3. November 79. Wir werden sehen. So, das Blöde ist, dass natürlich das Kriegsziel jetzt hier gleich in der Hand des Gegners ist. Das heißt, wir müssen eigentlich einen guten Moment für eine Schlacht finden. Ah ja, jetzt ziehen sie natürlich in unsere Richtung. Eieiei. Tja. Was hat denn er hier für einen Anführer? Sollte man die Schlacht schlagen? Ja, natürlich sollte man jetzt nicht wegziehen, denke ich. Wir werden mit unseren anderen Truppen noch hinziehen. Wir sind zahlenmäßig durchaus überlegen und das Drang ist auch nicht zu unseren Gunsten. In 57 Tagen, na, und ein Sturm. Können wir, glaube ich, selbst gar nicht befehlen, nicht wahr? Okay, das könnte, glaube ich, mit einer Niederlage enden. Aber die Schuld daran tragen dann nicht wir, das kann man schon mal sagen. Oh nein, was? Wer verschwindet da gerade? Verschwindet gerade unser Verbündeter und lässt uns... Ich fasse es nicht. Er lässt uns jetzt ernsthaft alleine? Ich hoffe, er bleibt drin. Also das wäre... Oh Gott. Naja, ich glaube, er bleibt... Er kommt auch nicht weg. Aber das ist ein bisschen eine feige Aktion. Wir hätten uns aber wahrscheinlich anschließen sollen. Dann wäre das nicht passiert. Können wir das eigentlich noch machen? Wenn wir jetzt auch in die Richtung gehen, können wir sagen... Ja, wir können unsere Armee ankoppeln. Dann passieren da nicht solche komischen Dinge. Aber dennoch, die Schlacht wird vermutlich nicht gewonnen werden. Dennoch, wir haben unsere Katze dabei und insofern kann gar nichts schief gehen. Schnurrende Gemütlichkeit. Einmal mehr findet ein anstrengender Tag sein Ende und ich lasse mich in den Stuhl in meinem Gemach sinken. Wir stellen uns vor, das ist vor der entscheidenden Phase jetzt dieser Schlacht. Wie lange halte ich das noch durch? Plötzlich höre ich ein leises Miauen und meine Katze Flausch springt mir auf den Schoß, wo sie auch prompt zu schnurren beginnt. Ich sitze lange mit ihr da und lausche einfach nur dem beruhigenden Geräusch, während ich ihr orangefarbenes Fell streichle. Ja, und um uns herum wird schon das Feldlager abgebrochen, weil eigentlich die Armee fliehen will, aber nicht mehr rechtzeitig fliehen kann. So, es kommt also jetzt zur Schlacht. Minus 41. Was ist das denn für eine erbärmliche Angelegenheit? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Minus 10, weil die Versorgung dieser Ursprungsarmee ausgeht. Oder? Das ist doch nicht unsere Armee, die hier nicht versorgt wird. Und der Gegner hat Glaubensfeindlichkeitsvorteil, Kampfvorteil von unreformierten Heiden. Führt eigene Truppen an. Oh mein Gott. Okay, also das wird eine eindeutige Niederlage werden. Das ist nicht zu ändern. So. Damit fliehen erstmal alle Truppen. Wir gucken mal, was ist hier passiert. Ück ist gestorben? Oh nein! Oh mein Gott. Ück war mit dabei bei dieser Schlacht von Wolgast und er wurde dort erschlagen. Es gibt auch noch Gefangene. Herzog Wolfram von Anhalt. Okay. Zwei andere. So, und damit übernimmt Thibaut, sein Sohn mit 18 Jahren, der mit Prinzessin Juliana verlobt ist. Puh, was für eine Entwicklung hier schon wieder. Okay. Naja. Gut. Wohin fliehen wir? Wir fliehen mit der Armee.
Bluthorn-Zwinger ist gebaut worden, okay. Also dieser Krieg scheint mir nicht mehr gewinnbar zu sein. 6.000 gegen 10.000 inzwischen. Tja. Ich würde fast sagen, realistischerweise lohnt es sich hier nicht weiter, die Waffen in die Hand zu nehmen, oder? Sind wir nicht mehr angeschlossen? Nee, durch die Flucht sind wir das nicht mehr. Jetzt kommt die Armee, die verfolgt uns. Die Niederlagen sind sicher? Nein. Ich glaube, jeder vernünftige Herrscher würde an dieser Stelle sagen, das war's. Der Krieg ist verloren, zumal es auch nur um ein, wenn auch großes Gebiet geht. Aber da lohnt es sich jetzt nicht, weitere Männer für zu opfern. Das Blöde ist, dass wir hier nicht fliehen können, so wie es aussieht. Wir würden dem Gegner hier in die Arme laufen. Insofern müssen wir auf diesem Weg jetzt erstmal das Gebiet verlassen. Würden wir rechtzeitig noch uns ausschiffen können? 30 Tage. Wie lange braucht er, um dort anzukommen? Wird mir das hier irgendwie gezeigt? 14 Tage hierhin und dann wird er... Ja, ist die Frage, wo wird er hinmarschieren? Wird er der Armee folgen? Dann könnten wir uns hier aufs Meer retten. Oder wird er uns versuchen zu erledigen? Normalerweise an seiner Stelle würde ich dieser Armee folgen, weil hier sein Gegner, also sein Hauptgegner, drin ist. Ach, tja. Tja, Leute. Was machen wir? Ich würde sagen, wir riskieren es. Gucken wir mal, was passiert. In welche Richtung? Ah, der hat seine Bewegung abgebrochen. Das ist natürlich für uns jetzt ganz schlecht. Wobei, ja, mal sehen. Nein, er kämpft tatsächlich gegen uns. Ja, naja, okay, alles klar. Schlecht ist es. Das werden wir jetzt auch nicht mehr verhindern können. Da können wir nur hoffen, dass er uns noch zu Hilfe kommt. Aber er hat gesehen, dass wir ihn verlassen haben, so wird er uns jetzt vermutlich auch verlassen. Ja. Bitter. Ja, der nutzt das, um jetzt ihm dort noch in den Rücken zu fallen, aber das bringt natürlich auch nichts. Die Schlacht von Itzehoe wird auch verloren gehen. Oh mein Gott. Und unsere Armee scheint insgesamt vernichtet worden zu sein. Sehe ich das richtig? Oh Gott. So eine Niederlage hat es noch niemals gegeben in der Geschichte unserer Dynastie. Graf Milo von Viscaya wurde gefangen genommen worden. Wer ist denn noch alles? Wir können das hier sehen, nicht wahr? Völlige Vernichtung. Unglaublich. Graf Milo ist es nur. Alle anderen haben überlebt. Der König selbst hat offensichtlich auch überlebt und wurde nicht gefangen genommen. Okay, so, das war also diese Episode. Jetzt muss unser Verbündeter selber klarkommen. Und er wird nicht klarkommen, er wird Mecklenburg verlieren. Also auf dem Schlachtfeld hat er nicht geglänzt. Das kann man schon mal festhalten, König Gerard. Zumindest nicht in diesem Krieg. Die Schlacht von Itzehoe. Oh, und was erneut möglich ist, ist einerseits ein Dynastievermächtnis, andererseits ist es möglich, dass wir uns zurückziehen. Und ich denke, gerade nach so einer Niederlage wird er genau diese Gelegenheit auch nutzen. Lebt wohl, wir brauchen ein bisschen Zeit für uns. Wir finden ein bisschen Frieden und denken vermutlich genau über das nach, über das Dynastievermächtnis. Und das ist tatsächlich auch gut. Bertrand de Lubin, unser Erzbischof, ist zu unseren Gunsten beeinflusst worden. Das Gute daran ist, je höher die Meinung über uns, umso höher sind auch die Steuereinteile, die wir erhalten. Insofern lohnt es sich durchaus sozusagen, diese Beeinflussung auch noch fortzuführen. Wir schauen uns aber mal das Thema Dynastievermächtnis an. Ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich handhabe das ja immer so, dass nicht irgendwie eine langfristige Dynastiestrategie hier zum Tragen kommt, sondern immer der jeweilige Herrscher trägt ein Element bei zum Dynastievermächtnis. So, was haben wir? Metropolit, Städte spielten keine Rolle.
Klüngel, die Stärke, die ein Haus zusammenhält. Denkbar. Gebräuche, Toleranz, Neugier und ein tiefgehendes Verständnis für das, was uns eint. Sehe ich bei mir jetzt auch nicht so. Kriegskunst, nee. Gesetz, solide Verwaltung, gerechte Herrschaft in den Augen von Vasallen wie Bauern. Das passt insofern, gerade größtenteils gerecht, passt eigentlich sehr gut, weil er ein gerechter Herrscher ist. Außerdem gierig, das heißt, er will auch mehr Geld einnehmen, das passt auch in diese Richtung. Verschlagenheit eher nicht, Blut, Gelehrsamkeit auch nicht, Ruhm, Sippe. Nee, pass auf, zu ihm passt das am besten, größtenteils gerecht. Volksmeinung erhöht sich, Jagd- und Festmahlkosten reduzieren sich. Das ist insofern auch ganz praktisch, weil er ja einen ausschweifenden Lebensstil pflegt und sowas gerne veranstaltet. Außer er, naja gut, er ist Einsiedler, also so viel Volksfeste und Feierlichkeiten wird es dann auch nicht geben. Aber dennoch, ich denke, eine durchaus passende Wahl. So, was haben wir hier? Neues. Ein Bürgermeister, den wir einkerkern können. Aber daran haben wir im Moment kein Interesse. Hier verlieren wir übrigens tatsächlich Land, nämlich diese Grafschaft. Wenn er hier nämlich stirbt, er stirbt ja mit Erben, aber der Erbe ist eben Teil eines anderen Reiches, nämlich Herzog von Kastilien. Und dann wird das Ganze kastilisch werden. Das lässt sich schwer verhindern. Nur indem wir irgendwelche Titelaberkennungen machen, aber das wäre tyrannisch und mit Sicherheit nicht gerecht. Würde also unserem Herrscher auch nicht irgendwie gerecht werden. Also machen wir es nicht. Gut. Ja, der Krieg wird nun gleich verloren gehen. 76% schon. Das Ostfrankenreich also deutlich schwächer. Das riesige Ostfrankenreich als die Wikinger hier aus Jylland. König Agila hat die Hofsprache geändert. Der König von Asturien. Vulgär-Dockisch. Ist das nicht unsere Sprache? Ja. Interessant. Allerdings wird Asturien auch immer kleiner. Wobei jetzt wachsen sie ja noch um eine Grafschaft. Interessant. Ist das als so eine Art Annäherung zu verstehen? König Agila, 44 Jahre alt. So. Baronin Antonia von Monaco ist nach Valencia gekommen, um uns zu huldigen. Das ist doch eine schöne Sache. Allerdings, ja, sind das diese Events, wo auch unser Wahnsinn zuschlägt? Ich denke, ja. Das gehört natürlich definitiv dazu. Insofern wird gewürfelt. 3. Aha, sie wird gnädig empfangen. Und außerdem kriegen wir noch ein bisschen Gold. Großartig. Kniefall wird entgegengenommen. Es gibt auch noch ein bisschen Prestige bzw. Bekanntheit für unsere Dynastie dadurch. Wir können den Markt besuchen, aber das ist etwas, was ich als zurückgezogener Herrscher nicht machen möchte. Okay. Ein Cousin ist getötet worden, Centulo und was? Thibaut ist ebenfalls gestorben? An der Schwindsucht im Alter von 19? Oh mein Gott, also jetzt... Was ist denn jetzt? Warte mal. Jetzt ist sein Bruder, Herzog Jorge, der Nachfolger. Oh mein Gott, das ist jetzt eine wichtige Entwicklung. Das bedeutet, um unseren Plan hier durchzusetzen. Ah, okay, klar. Müssen wir jetzt einfach nochmal eine neue Verlobung initiieren von Juliana. Gott sei Dank hat er auch noch niemanden an seiner Seite. Insofern hoffe ich, dass das gut geht. Ja, okay, sehr schön. Vererbbar Wohlgestalt. Dann ist also der nächste Bruder dran. Und Juliana an seiner Seite. Okay, gut. Das ist ja echt nochmal gut gegangen. Hofpacht ist jetzt auf 7. Und was haben wir hier? Die Grenzen des Glaubens. Herzog Jorge, das ist der Neue. Unser Cousin tritt diskret an mich heran mit klaren Zweifeln in den Augen. Er erklärt mir, dass sein eigener Glaube durch seine Zeit an der Grenze zu einem anderen Zeidia... Warte mal, was ist das für ein Glaube? Was für eine Grenze? Wo war er denn? Hier gibt es keinen anderen Glauben.
sowie durch das nähere Kennenlernen des Feindes ins Wanken geraten ist. Seine Worte sind ernst gemeint. Es scheint, dass selbst der kleinste Fehler ihn nun aus dem Schoß unserer Gemeinde reißen könnte. Doch dies ist auch eine Gelegenheit, sowohl unseren Eifer als auch unsere Beziehung zu verbessern. Okay, was tun wir? Wir lassen wie immer den Wahnsinn, beziehungsweise die Würfel sprechen. Und sie sagen eins. Das heißt, ich werde seinen Eifer selbst neu entfachen. 80% Jorge widersetzt sich. 20%, ihr könnt die Glaubenstreue wiederherstellen. Okay. Was ist denn das für ein Glauben? Das ist ein muslimischer Glaube. Ha! Okay, mal gucken. Ihr müsst euch vorstellen, wir stottern und versuchen jetzt, also stottern, ihm davon zu überzeugen, dass er da falsch liegt. Und es gab die Niederlage, die erwartet wird. Außerdem stirbt unser Rivale. Graf Schill hat ihn ermordet, Bürgermeister Bernard. Und, oh Gott, was passiert jetzt alles? Flausch ist ein Unruhestifter. So, warte mal jetzt. Das Wichtige ist aber, Herzog Jorge konvertiert tatsächlich zum muslimischen Glauben. Der Mann unserer Verlobten, also unserer Schwester. Unser Verlobten, was soll ich schon, was sage ich? Also der Verlobte unserer Schwester. Das ist dramatisch. Da müssen wir irgendwas unternehmen. Das kann nicht so bleiben. Okay, also, naja. Wir werden sehen. Überzogene Zölle gibt es auch noch. Und Herzog Gomez wird angegriffen innerhalb seiner Grafschaft Tyranneikrieg. So, und jetzt geht es um unsere Katze. Mein Ratskanzler Herzog Gomez kommt zu mir mit Wut in den Augen und einer Katze in der Hand, die er am Nacken gepackt hat. Als er mir das Tier entgegenwirft, erkenne ich, dass es sich dabei um Flausch handelt. Ich fand dieses kleine Monster zwischen meinen Habseligkeiten. Was nicht zerkratzt war, war vollgepinkelt. Gut, wie entscheiden wir? Wir entscheiden. 6. Sie ist doch nur eine Katze. Herzog Gomez ist beleidigt. Aber die Katze ist unser Ein und Alles. In diesem Sinne beenden wir erstmal wieder diese Folge. Das größte Thema, das größte Problem ist das hier. Das kann nicht so bleiben. Ich meine, wir sind nicht tolerant in dieser Frage. Der Normalfall ist, dass das als eine böse, feindliche Glaubensrichtung angesehen wird. Und das können wir nicht dulden. Schon gar nicht, wo das im Zentrum unserer Dynastie passiert. Möglicherweise noch mit erbrechtlichen Auswirkungen. Das geht nicht. Wir werden sehen, was hier Girard unternehmen wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwald.